Hallo und herzlich willkommen. Zu Neck. Natürlich. Machen wir es kurz. Was ist das denn? Der hält viel aus. Leuchtstein hier. Ach ja. Da ist es. Unser Reiseziel. Alter. Oh. Mann. Da ist nichts mehr. Au. Oh. Kann ich eigentlich gleich nochmal von neu beginnen? Natürlich. Oh Mann, ey. Man stirbt so schnell. Hey, wie hat der mich denn jetzt getroffen? Ah, Mann. Das Spiel macht zwar Spaß wie Hund, aber man wird so sauer nach einer Zeit. Natürlich. Oh Mann! Drei Gegner auf einen und das gleichzeitig. Hä? Sag mal.
Ey, die kämpfen so unfair. Richtig unfair. Zack. Na endlich. So. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Victor hatte recht. Riesenrelikte und zwar in unfassbaren Mengen. Neck, es ist soweit. Öffne die Tür. Ich bin nicht der Schlüssel. Was denn dann? Wirklich berechenbar, Doktor. Siehst du, wie ich gesagt habe. Wir brauchen wirklich nur zu warten. Sie werden kommen. Tja, das ist bedauerlich. Ich hatte gehofft, diese Hürde endlich zu überwinden. Also, was geschieht jetzt? Sie haben Einfallsreichtum gezeigt, indem Sie es hierher geschafft haben, Doktor. Ich hoffe, Sie schließen sich mir an und helfen beim Durchbrechen dieser verflixten Tür. Tja, Neck. Wenn du nicht der Schlüssel bist, hast du für mich leider überhaupt keinen Nutzen mehr. Ausschalten! Nick! Mich kann man nicht ausschalten. Nur einschalten. Irgendwas. Ich würde gerne mal wissen, ob es echt irgendwas gibt, was mich aufhalten kann. Nach dem Sturz eben. Ich komme bestimmt jetzt zu diesen Riesenrelikten, ich wette es. Ein kleines Nest. Yeah. Ah, schade. Riesenrelikte. Ich wusste es, dass ich hier hinkomme.
Ich hoffe, ich habe das nicht zu früh eingesetzt. Alter. Ne. Jetzt ist die Frage, ist das Ding böse oder schlecht? Ich glaube, das Ding ist böse. So geht die Lauge. Kommt mir vor wie so Alien-Kacke irgendwie. Reliktsüchtig. Gemeines Vieh. Ah! Was ist das zur Hölle? Das ist doch so eine Kugel wie ich hab. Aber ich glaube, wir gucken dann mal weiter in der nächsten Folge. Vielleicht lüften wir ja das Geheimnis, was das für ein seltsames Teil ist.